Moin liebe Gartenfreunde und herzlich willkommen. Endlich gibt es mal wieder ein neues Video von mir und ich möchte euch zeigen, wie man aus diesen zwei Früchten hier einen Likör herstellen kann. Geht relativ fix, aber zunächst erstmal hier zu dieser kleinen zitrusähnlichen Frucht bzw. zu dieser Pflanze hier links neben mir. Und zwar ist das die Kalamondin, eine Kreuzung aus der Mandarine und Kumquat. Die kann man eigentlich genauso wie die Kumquat komplett mit der Schale ja verzehren. Mir schmeckt sie persönlich zu sauer und zu bitter, deswegen verarbeite ich sie erstmal zu etwas Leckerem. Die Kalamondin kriegt man eigentlich ganzjährig in jedem Gartencenter oder auch im Baumarkt. Und ein kleiner Hinweis noch, und zwar wird die Kalamondin in der Regel als Zierpflanze angebaut. Dementsprechend werden auch Pflanzenschutzmittel für den Zierpflanzenbau eingesetzt und nicht wie gewohnt für den Obstbau. Also wer auf Nummer sicher gehen will, der verzehrt die Kalamondin bzw. die Früchte erst bei der zweiten Ernte. Ja, ich würde sagen, ich ernte jetzt erstmal eben die Früchte und dann geht's ans Schälen. Ja, circa 470 Gramm sind es geworden. Ich werde die Kalamondin jetzt erstmal schälen, weil ich brauche nur das Fruchtfleisch für den Likör und ich würde sagen, los geht's. Ja, und die Früchte der Kalamondin sind nun geschält. Hier ist das Fruchtfleisch drin, hier ist die Schale, die kommt aber natürlich nicht in den Müll, sondern die wird weiterverarbeitet zu Marmelade. Die kommt jetzt erstmal zur Seite. Und jetzt schnappe ich mir das Glas, worin wir den ganzen Likör ansetzen. So, die Waage ist angeschaltet, jetzt müssen wir einmal das Fruchtfleisch hier abwiegen. So, das sind 300 Gramm geworden und pro 100 Gramm Fruchtfleisch geben wir ca. 60 Gramm Rohrzucker hinzu. Hier habe ich so eine Packung, das wird natürlich jetzt auch abgewogen. Ja, jetzt fehlt nur noch der Alkohol. Ich habe mich dafür einen Wodka entschieden. Ihr könnt natürlich einen Rum oder einen Korn verwenden oder etwas Ähnliches. Ich werde jetzt das Glas versuchen aufzufüllen, damit ungefähr 300 Gramm, also genauso viel wie viel Fruchtfleisch ich auch im Glas habe, da reinkommt. Jo, das haut hin. So, das ganze Glas wird jetzt nun verschlossen und kommt dann jetzt für circa 6 Wochen an einen dunklen Ort. Und jetzt geht's weiter mit den Quitten. Ja, bei der Herstellung des Quittenlikörs gehen wir eigentlich ähnlich um wie bei der Herstellung des Kalamondinlikörs. Wir entfernen erstmal den pelzigen Belag der Frucht. Am besten eignet sich dafür ein Geschirrhandtuch und ja, spülen die Frucht dann nochmal ganz kurz mit klarem Wasser ab. Dann sollte das auch reichen. Und viele haben mit Sicherheit auch auf ihren Quitten solche schwarzen Flecken. Das macht nichts, das ist eine Pilzerkrankung. Ein bräuner Blattpilz, der auch die ganze Pflanze betreffen kann, schadet jetzt bei der Likörherstellung gar nicht. Wen es aber dann optisch stört, der kann es natürlich auch wegschneiden. Ja, und jetzt werden daraus kleine Würfel geschnitten. Ja, das Kerngehäuse kann man einfach rausschneiden und der Rest des Fruchtfleisches inklusive der Schale kann natürlich gleich mitverarbeitet werden. So, und jetzt werden einfach die Quitten nur noch in kleine Würfel geschnitten. Die können so 2-3 cm groß oder beziehungsweise dick sein. So, dann schnappen wir uns ein zweites Glas. So, die Waage ist angestellt, jetzt gebe ich auch noch mal ca. 300 Gramm hinein. Oh, das geht sogar. Geht sogar, ja. 302 Gramm, das passt. Jetzt kommt auch noch der Zucker rein. Wie gesagt, pro 100 Gramm Fruchtfleisch ungefähr 60 Gramm Rohrzucker.
das passt. Und jetzt kommt wieder der Alkohol hinzu. So, das passt ja auch wieder hervorragend. So, das Glas wird verschlossen. Und der Quittenlikör kommt genauso wie der Kalamondinlikör dann auch erstmal für 6 Wochen an einen dunklen Ort. Ich habe da so einen Abstellraum bei uns hier im Haus. Und dann sehen wir uns in 6 Wochen wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo würde ich mich selbstverständlich auch noch freuen. Und ich würde sagen, bis demnächst, Leute. Ciao.